Büsum 2012. Die ersten Horizontalbohrungen im HDD-Verfahren als gemeinsames Projekt der ARGE, bestehend aus den Firmen Mattei Westerstede, Mattei Wasserbau und Beermann Bohrtechnik. Der Antransport der Seepontons erfolgt über die Nordsee. Die Bohrungen werden vom Festland aus gestartet und enden im Watt. Sämtliche Arbeiten finden bei Niedrigwasser statt. Wir ermöglichen durch den Einzug von Kabelleerrohren, dass die Energie von See an Land kommt. Lubmin 2015. Insgesamt 42 Horizontalbohrungen sind erforderlich, um einen sensiblen Teilabschnitt des Netzanbindungssystems Ostwind 1 zu realisieren, der vom Umspannwerk Greifswald unter Naturschutzgebiet und Weideland bis in den Greifswalder Bodden führt. Der Baugrund ist durch Kreideeinflüsse sehr anspruchsvoll. Offshore werden in kürzester Zeit insgesamt 6 verstärkte Baugrubenumschließungen errichtet. Bis zu 700 Meter lange Leerrohre werden vom Hafen Lubmin aus zu den Anlandungspunkten eingeschwommen. Um den engen Zeitplan zu halten, wird rund um die Uhr gearbeitet. Norderney 2018. Durch die Lage der Baustellen im idyllischen Feriengebiet werden enorme Ansprüche an die Bauausführung gestellt. Das Wattenmeer rund um die Insel ist Naturschutzgebiet und Schutzzone 1. Insgesamt 6 Horizontalbohrungen auf der Insel und am Festland sind erforderlich, um Hindernisse wie Landesschutzdeiche und sensible Ökosysteme grabenlos zu unterqueren. Durch die Insellage sind die Baustelle sowie die Bohraustrittspunkte nur über das Wasser zu erreichen. Eine enorme logistische Herausforderung. Gezeiten, Strömungsverhältnisse, Wasserstände sowie Wind und Wetter beeinflussen jeden Arbeitsschritt. Sämtliche schwimmenden Einheiten sind für die Arbeiten im flachen Wasser des Wattenmeeres konzipiert. Die durch die ARGE seit 2012 gesammelten Erfahrungen fließen in jedes Detail ein. Vor Durchführung der eigentlichen Arbeiten werden durch den Kampfmittelräumdienst letzte Verdachtspunkte untersucht. Eine schwimmende Baugrubenumschließung mit den dazugehörigen Eigenentwicklungen verringert die Bauzeit deutlich. Von Hilgenriedersiel und Norderney aus werden in Tag- und Nachtschicht jeweils 2 Bohrungen parallel durchgeführt. Für den späteren Einzug der Seekabel werden Leerrohrstränge aus einem wärmestabilen PE-Material für den Einzug in die Bohrungen vorgefertigt. Die bis zu 1300 Meter langen Rohrstränge werden mit Transportschiffen, Schleppern, extrem flachgängigen Arbeitsbooten sowie Sicherungsschiffen durch die Fahrrinne bis zum Anlegeponton geschleppt. Die Arbeiten sind eng getaktet. Das Bohrloch ist bereits auf den erforderlichen Durchmesser aufgeweitet. Für den entscheidenden Arbeitsschritt, den Einzug des Leerrohres in das Bohrloch, muss der Rohrstrang in Verlängerung der Bohrung im flachen Wattenmeer zwischen den Pontons positioniert und an den Bohrstrang angekoppelt werden. Bis zum letzten Arbeitsschritt sind die Gezeiten ein ständiger Gegenspieler im Bauablauf.
Eine HDD-Bohrung endet immer mit dem erfolgreichen Einzug des Rohrstranges. Dann, wenn das Leerrohr vor der Bohranlage aus dem Boden austritt. Für alle Beteiligten ist dieser Augenblick jedes Mal erleichternd und faszinierend zugleich. Bei der Pilotbohrung ist Präzision gefragt, damit der geplante Austrittspunkt der Bohrung nicht verfehlt wird. Auf der gesamten Baustelle gilt das Null-Einleitungsprinzip. Dazu gehört auch, dass die im Bohrprozess notwendige Bohrspülung kontrolliert aufgefangen wird. Mit über 60 Fachkräften bei Tag und in der Nacht im Einsatz. Sämtliche Arbeitsabläufe sind mittlerweile mehrfach erprobt und werden routiniert durchgeführt. Wir haben Erfahrungen an jeder Küste und in jedem Baugrund. Im Team, mit Leib und Seele dabei, vom Land bis auf den Strand, durch Naturschutzgebiet und Wattenmeer. Technik, Erfahrung und Kompetenz auf höchstem Niveau. Wir nehmen jede Herausforderung an.